ganz einfach wieder. Moin moin, seid gegrüßt, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Neue Runde. Minecraft Survival. Und ja, wie wir festgestellt haben in der letzten Folge, wir müssen alles abreißen. Denn wir werden unser Haus, unser übermäßig übertriebenen Palast, den ich hier baue, über viele, viele Folgen, viele, viele Monate dauert dieses Bauprojekt, weil man immer mal wieder los muss, ein paar Rohstoffe holen, dann müssen wir jetzt sehen. Also heute Abend ist wieder Livestream. Genau, ist der 17.10., wenn ich richtig geplant habe. Ist heute der 17.10., heute Abend wieder Livestream hier von Minecraft. Und wir werden auf jeden Fall auch unter die Erde müssen, ein Strip-Mining betreiben und versuchen, Diamanten zu finden und auch gerne ein bisschen Andersit. Denn der Andersit ist der, ist unter uns, den wir hier noch brauchen, um diese Lücken zu schließen. Hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, bauen wir nachher noch einen anderen Rohstoff ein, um das einfach ein bisschen farblich abzugrenzen. Vielleicht sogar den weißen, weil es schön, also das würde es ein bisschen widerspiegeln. Und dann vielleicht sogar auch mit einer, Verschnörkelung, damit es nicht einfach nur eine platte Fläche ist, sondern ein bisschen verschnörkelt. Hier rundherum kommen nachher noch Träger, dann sieht das auch besser aus, so als wenn das so, ne? Das sieht dann auch schick aus. Ja, so sieht das aus, Leute. Genau. Dafür müssen wir aber unter die Erde und ordentlich sammeln. Wir waren aber auch in der letzten Folge ordentlich sammeln. Wir haben ja angefangen, hier eine Treppe zu bauen, wo ich jetzt gesagt habe, ah, heute habe ich da noch nicht so die High-End-Inspirierung, um endgültig zu sagen, so möchte ich die Treppe bauen. Und ja, die Idee war eigentlich, alles abzureißen, weil die Sonne ja da aufgeht und wir nie das Gebäude so schön mit dem Sonnenaufgang haben. Habe ich nicht richtig überlegt am Anfang, aber man kann es nicht einfach drehen. Von daher müssen wir da jetzt durch. Also wie viel wir hier offen lassen, also hier wäre 3, wenn man jetzt überlegt, es muss ja nachher auch eine dunkle Schicht oben rauf, wollte ich ja haben. So als Umrandung, aber 4 braucht man denn schon und die dunkle wäre dann die 5. als Beispiel. Das geht dann bis hier, 3, das ist dann die 4. und die dunkle wäre wohl die 5. Also hier ist einer übrig. Hier ist einer übrig und dann bleiben unten 6 übrig, genau. Also das kann ich mir gut vorstellen. Das wird so ungefähr passen. Ich möchte in der heutigen Folge auf jeden Fall noch ein bisschen von der Zwischendecke fertig kriegen. So dass wir beim nächsten Mal, vielleicht habe ich dann schon den Masterplan für die Treppe parat. Und auf jeden Fall, wie gesagt, ne, Andersit genug finden, dass wir vorne den Vorbau ein bisschen mehr Gestaltung reinbekommen. Dann wäre auch schön, wenn wir in der nächsten Woche hier die ersten, also die nächste Fensterschicht drin haben. Und das ist ja, wenn man immer erstmal angefangen hat, dann geht es nachher auch. Ne? Man muss einmal diesen Grundvorbau haben und dann läuft das auch. Das wird nachher eh komplett dicht gemacht mit dem. Da hat ein Skelett sich eingeschlichen. Weil es natürlich hier bei uns ziemlich, wo die Fenster da sind, aber trotzdem ist es recht dunkel. Hier überlege ich jetzt gerade, man könnte das versuchen, so ein bisschen, weil man ja irgendwas hier machen wird, auch ein bisschen im Versatz machen, dass man gar nicht, ja, ihr wisst schon, dass wir das nicht komplett dicht machen auf der Höhe, sondern, hey, warte mal, bin ich denn doch hier, bin ich genau, also da gehe ich dann raus, das müsste dann auch hier, müsste ich dann rausgehen, zwei Stück, ne? Noch unsere Nottreppe hier vorne. So, oder?
ich ja, tendiere natürlich auch dazu, hier auch noch irgendwas Besonderes. Also, weiß nicht genau, das ist nicht zu klein, wird nachher sogar. Was macht der da? Ist das richtig? Nee. Machen wir erstmal drei breit, den brauche ich auf keinen Fall hier unten. Der ist jetzt auch drei breit, so wie da hinten, ne? Ist alles erstmal drei breit. Hier auch, ne, hier haben wir schon vier breit. Ich versuche jetzt hier noch so ein bisschen Muster reinzukriegen, auch wenn das ja nur eine minimale Auflockerung, aber es ist glaube ich ein bisschen schöner, nachher von oben anzuschauen. Als wenn das alles nur das gleiche wird, ne? Muss dann aber bis hier gehen, weil ansonsten kriege ich nachher da kriege ich die Krise, wenn das nicht passt. Ne? Das geht gar nicht. Danke noch, Vulkanschnecke, für deine Points. So, ne? Hier haben wir schon vier. Hier hatten wir bisher zwei. Das ist hier ist die vierte Schicht. So, 1, 2, 3. Aber da geht es ein weiter. Nee, genau, hier wollte ich hier rüber gehen. Ja, genau, ist ja richtig. Hier ist doch korrekt. Von hier. Aua. Bautreppe. Ja, so viel in der Mitte offen lassen, ne? Das reicht ja hier runter. Wenn man da nachher überall Kisten drin hat oder vielleicht noch eine kleine Tür nach draußen. So doch, das wird schick. Ich glaube, das wird schick. So, als würden wir es am heutigen Ingame-Tag hier schon wieder nicht fertig kriegen. So, ne? Und dann würde ich ja, aber ich weiß noch nicht, ob wir das mit dem Grauen machen oder ob da noch was anderes hin muss, was das untere nachher bessere widerspiegelt. Und das würde natürlich dann dieses sein. Als Kontrastprogramm. Ich glaube aber, das reicht mit diesem Baustoff. Weil das jetzt passt mit hier sowieso nicht so richtig, ne? Aber danach würde das sonst nie passen. Also hier ist es drinne. Hier ist es auch drin. Also
Von der passt es, von dem passt es nicht, weil es vorne halt ein bisschen komisch ist alles. Also auch eine schöne Stelle, um nachher hier einen Zaubertisch oder irgendwas raufzustellen. Keine Ahnung, ich fand es schick. Und das gleiche sozusagen, also nicht das gleiche, aber hier wird man sich nachher in die Treppen orientieren. Je nachdem wie groß und ausufernd die Treppen werden. Aber es ist halt schöner, als jetzt einfach nur eine dicke Fläche hier zu haben, ne? Keine Ahnung. So, schon wieder dunkel. Hier noch einmal schlafen, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Dann wird es hier gruselig im Rohbau. Ja, und das Problem ist tatsächlich, wie viel haben wir noch? Na, ich habe doch genug raus mit. Weiß haben wir ohne Ende mit. Hier war ein bisschen hellgrün mit schon. Auch eine Keramik haben wir auch. Guten Nacht, Big Mike Fan. Danke auch fürs Durchhalten. Was haben wir denn jetzt? Ist ja auch schon gleich halb elf. Ne? So, wir bauen noch einmal die Zwischendecke fertig. Wo ich glaube, das Mittelstück würde ich, naja, vielleicht sogar noch lassen, falls mir doch noch irgendwelche anderen schickeren Treppenvarianten. Oh krass. Hyperparty. Auch Erfahrungspoints, ne? Ach, bleibt da stehen. So. Zu lange gewartet. So, einmal sammeln. Wir brauchen eigentlich echt eine Monsterfarm, wo wir Erfahrungspunkte sammeln können, oder? Irgendwann brauchen wir sowas. Der Keller, also ein Pool unten. Oder ich glaube, da lungern auch einige rum. Die mittlerweile ja im Schatten sind, oder? Ja. Ja, hab ich angezündet. Ja, Türen und machen wir das nächste Mal, glaube ich, auch. Vielleicht auch eine interessante Geschichte. Türen und Licht. Noch die ersten Decken leuchten, die hier schön die Ecken ausleuchten. Ja, sonst ist es hier schon auch. Können wir das als Monsterfarm hier verwenden später wahrscheinlich. Snack, snack, snack. Snack, snack, snack. Krass. Das Loch reingesprungen. So, also die Ecke noch schnell dicht machen, habe ich gesagt. Auch erst mit dem. Wie gesagt, die Idee ist natürlich auch hier das zu machen komplett. Also nicht dicht, ne, sondern nur noch eine Reihe rundherum von diesem Grauen. Um das, um, ja, damit sich das widerspiegelt, das Ganze eben. Und ich glaube schon, dass es schick wird. Ich weiß noch nicht genau, wo wir landen mit der Treppe. Oder wir müssen die Treppe sonst halt dahingehend anpassen. Aber wir sehen schon, wie viel Platz, ups, wie viel Platz wir nachher hier oben haben für Truhen, für den Zauberbereich und alles, was man so haben kann. Gut, dass wir das alles nebenan sowieso schon haben, aber hier ist dann schöner, ne? Die andere Hütte brennen wir dann nieder oder so. Großes Feuer.
Hätte was, ne? Weil wir irgendwann umgezogen sind und alle Sachen hier haben und das drüben praktisch nur noch eine leere Hütte ist. Aber es ist fast zu traurig, die anzubrennen. Puh. Meine, da bleibt ein bisschen so, ein bisschen was bleibt übrig, ne? Aber ich glaube, die brennt auch gut, oder? Oder sehe ich das falsch? So. Ja, ich weiß, wie gesagt, vielleicht habe ich noch eine andere geschicktere, vielleicht gibt es noch schickere Treppen. Wird mich jetzt, bringt mich nicht richtig weiter, jetzt hier die graue Schicht schon reinzubauen. Wenn ich nicht nachher weiß, ob ich nicht vielleicht noch eine Verschnörkelungstreppe, ob irgendwas noch rund oder so verwinkelt, ne? So eine 90-Grad-Geschichte. Ich muss mir da ein bisschen Inspiration holen, definitiv. Ob habe ich jetzt keine perfekte, na perfekte wird es eh nicht, aber keine richtige super High-End, auch nicht, aber keine richtige Lösung parat, wie wir die Treppe schön bauen können. Und ob das schon so passt oder ob man dann nachher noch einen mehr wegnimmt. Das steht alles noch in den Sternen. Was definitiv noch Fakt ist, was jetzt so ein bisschen krass eben wirkt, dass überall unten drunter noch eine Decke kommt, ne? Und das ist nachher auch eine Materialfrage. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir helles Holz oder irgendwas nehmen. Das muss ja ein Baustoff sein, der einigermaßen oder sowas hier nehmen, obwohl dann wird es dunkel. Aber wir müssen auf jeden Fall einmal drunter was packen. Müssen wir das wirklich? Oder müssen wir das nur hier Übergang machen? Wie so eine Art Stuck oder so heißt das, ne? So die Außenkante einmal nur rummachen. Das müsste dann aber natürlich dieses Material sein. Weiß ich noch nicht. Oh, krass. Spawn Party da hinten. Also definitiv auch beim nächsten Mal Licht einbauen. Ansonsten ist es hier auch eine, kann man auch mal auf jeden Fall, wenn so ein Creeper hier explodiert, dann haut er schon gleich wieder ein bisschen was weg. Und wenn wir erstmal nur so Baulicht platzieren, ich glaube Lulu sagt das vorhin auch schon, ne? Erstmal nur ein paar Fackeln setzen. Gibt es halt nachher auch noch ein paar schönere Möglichkeiten. Siehst du? Jo. Können wir ja wegnehmen, sobald wir die Treppen oder die uns sicher sind, was jetzt hier wird. Lieber auch noch einen in die Ecke setzen. Gut. Ja, liebe Leute, wie gesagt, ich werde beim nächsten Mal schauen, dass wir hier weiterkommen. Treppe, Zwischenstecke, dass das auf jeden Fall abgeschlossen wird. Und natürlich hier vorne, das wäre auch ganz wichtig. Das wäre so ein bisschen Ziel für nächstes Mal. Und dann nimmt das Form an. Dann wird es auch schick. Das wird schön. Ich bin mir sicher. Wird das Schönste, was ich bisher, glaube ich, gebaut habe in Minecraft. Obwohl natürlich das im ersten Minecraft-Projekt, dieses hier Wollehaus mit Wolle und Rot, das war auch ein schöner Kontrast, ne? Ich fand, das sah auch schick aus. Aber ich glaube auch hier, ich habe schon so ein bisschen auch Idee, wie man das machen könnte. Auch nachher, dass das noch so ein bisschen 3D-mäßig aussieht vorne mit diesem Vorbau, da habe ich mir noch was überlegt. Ja, ich glaube, wir müssen aber noch ein weiter nach außen ufern. Und dann ist es nachher eh wieder so ein bisschen, ne? Probieren, merken, ah, schick. Oder merken, nee, ist nicht schick, noch was anderes überlegen. Keine Ahnung. Danke noch für Super Sunday-Punkte. Vielen Dank. Und liebe Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Das war's dann. Mit Türme oben. Wie meinst du mit Türme oben?
Nee, ich glaube, hier kommt so eine Art Dach rauf. Also vorne ein Dach oder so. Und dahinter ein Dach, dahinter oder so. Und links und rechts geht es noch weiter hoch. Und dann da oben wird es. Ne, da oben wird es dann zu. Namen Stege et al. Stege. Zum Feierabend gerade noch reingeschaltet. Ne? Gerade nochmal Moin sagen. Ja, von daher, liebe Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es Spaß gemacht hat, auf YouTube lasst gerne ein Like da. Livestream technisch. Wie ist das denn heute Abend schon wieder soweit? Und natürlich für die Livestream-Zuschauer, die jetzt am Start sind. In 2 Wochen geht es dann wieder weiter mit Minecraft Survival. Morgen ist aber auch wieder Survival. Ich denke, dass wir morgen Subsistence spielen werden. In welcher genauen Konstellation, welche Zusammenstellung an Spielern, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Schönen Abend noch. Und tschüss.